Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL Football. Wir sind zurück bei der Team of the Year Serie und haben die vierte Challenge der Games of the Year Serie zu spielen. Week 1, Bears at Packers. It was the opening week for the NFL season and the Packers were down by 20 into the fourth quarter. Take over where they left off and finish their stunning comeback over the would-be playoffs bound Bears. Secure the lead and the victory. Klingt gut. Das sind Sachen, die ich generell sehr gerne mache. Sprich, die Führung sichern und damit das Spiel gewinnen. Mache ich wahnsinnig gerne. Ja, Chicago gegen Green Bay. Packers natürlich vor der Saison wie immer mit zu dem erweiterten Favoritenkreis gezählt. Die Bears, denen hat man eine bessere Saison zugetraut. Ja, und dann kam Khalil Mack von den Raiders nach Chicago. Tja, und auf einmal sind die Bears explodiert, haben die Division gewonnen, als Number 3 Seed in der NFC abgeschlossen, dann in der Wildcard-Runde rausgeflogen zu Hause gegen Philadelphia mit diesem legendären Field Goal-Versuch, Pfosten, Querlatte und nach vorne weggeprallt. Aber es geht, glaube ich, für die Chicago Bears positiv weiter. So, Danny Trevathan, John Howard und Adrian Amos auf Seiten der Chicago Bears, Eddie George, die Marcus Bear und Keyshawn Johnson, wie man es noch kurz sehen konnte, bevor hier der Farbenteufel zuschlug. So, dann schauen wir mal, was wir hier für eine Konstellation im Spiel haben. Die Bears haben den Ball an der eigenen 18-Yard-Linie, liegen mit einem Punkt hinten gegen mein Team aus Green Bay in dem Fall. Wir haben noch 8 Sekunden zu spielen bis zum Two-Minute-Warning. Die Bears haben noch 2 Auszeiten, wir haben derer leider keine mehr. Und müssen jetzt erstmal ein paar Audible auf einen Man-to-Man-Coverage-Blitz umstellen, weil ich wieder viel zu viel erzählt habe. So, 1. und 10 mit Trubisky und die Chicago Bears. Vollständiger Pass von Trubisky, aber schönes Tackling hier von Xavier Woods. Und wir sind beim Two-Minute-Warning. Die letzten 2 Minuten des Spiels brechen an. Die Bears haben einen zweiten Versuch und 4 an der 24-Yard-Linie. Die brauchen ein Field Goal, um hier mit 2 Punkten in Führung zu gehen. Das wäre so das Mindeste, was sie bräuchten. Müssen den Ball also irgendwo so zwischen die 30 und 35-Yard-Linie bringen. Boah, schneller Pass von Trubisky, obwohl er da auch schon Druck hatte. Der Receiver der Bears holt das First Down und geht dann ins Aus. Eigentlich alles richtig gemacht in dieser Phase des Spiels. Auszeiten sparen, man weiß ja nie, wofür man sie noch braucht. So, ich wechsle wieder auf den Overstorm Brave Man-to-Man-Coverage Blitz, weil ich eben keinen im Angebot hatte. 1. und 10 damit. Abgeschlagener Ball von. Das war Ryan Shazier, wenn ich es richtig gesehen habe. Das heißt, wir haben einen 2. und 10. Ist jetzt Trubisky sehr gut geschützt von seiner O-Line. Ich komme da nicht wirklich durch, um Druck zu machen, aber schon ist es vorbei. Und da kommen gleich 3 Bears-Spieler zu spät. Und meine Jungs haben den Ball, recovern den Fumble. First down für Green Bay. Tut mich da wirklich schwer, mit meinen Jungs im Green Bay-Trikot zu sehen. An der 22-Yard-Linie der Chicago Bears. Ja, die ganze Zeit war er sicher und dann stürmten auf einmal sogar 3 meiner Packers-Verteidiger auf Trubisky zu. Und das war dann ein bisschen zu viel, auch für ihn. Eddie George muss da nochmal den Turbo einlegen. Vorletzte Auszeit genommen von Chicago. 1:43 bleiben auf der Uhr. Wir haben einen Second and Inches. Zweiter Versuch heißt, wir gehen in den Community-Bereich hinein. Play Action Boot LT. Das klingt doch gut. Ball ist an der 12-Yard-Linie. Ich konzentriere mich auf Sharp. Gucke mal, was da vorne Terrell Owens macht, ob der sich lösen kann. Ich glaube, das kann er. Und das ist der Touchdown für Green Bay.
sehr ungewohnt, meine Jungs in diesen Trikots zu sehen. Ich kann mich da nur wiederholen. So, der PET ist auch gute Führung. Das ist kein Two-Score-Game. Da natürlich Chicago mit einem Touchdown und einer erfolgreichen Two-Point-Conversion 8 Punkte erzielen kann. Und das Spiel stände unentschieden. So, der Kick geht bis an die 2-Yard-Linie. Wird jetzt aufgenommen von den Bears und zurückgetragen. Das ist wieder ein Fumble. Und wieder wird er recovered von meinen Packers. Heißt, wir haben einen 1. und 10 an der 22-Yard-Linie. Große Schwäche definitiv der Bears hier in diesem Spiel. Sie haben die Fumble-Ritis. So, Laufspiel über Eddie George geht über die linke Seite. Hatte eine schöne Lücke. Schöner Spin-Move von Eddie George. Tankt sich in die Endzone. Touchdown Packers. Im Sekundentakt fallen jetzt hier die Punkte nach den beiden Ballverlusten der Bears. So, der PET ist auch gut. Jetzt steht es 38 zu 23. Wir haben also eine 15-Punkte-Führung. Jetzt haben wir natürlich eine ganz dickes Two-Score-Game hier. Ob das Aaron Rodgers, die haben wir nicht. Wir haben ja hier auf Seiten Dak Prescott. Ob das Mitch Trubisky drehen kann, ich wage es ein bisschen zu bezweifeln. Dafür sind momentan die Hände der Bears ein bisschen zu glitschig, sobald sie einen Football in der Hand haben. 1. und 10. So, die Offense der Bears kommt wieder auf das Feld. 1. Versuch und 10. Vollständiger Pass von Trubisky. Ah, ich wollte einen Hitstick-Tackle probieren. Trotz alledem wieder ein Fumble. Das gibt es ja nicht. Beim dritten Ball besitzt der Bears der dritte Fumble. Meine Güte. Oh, aber der Spielzug wird sich von den Referees nochmal angeschaut. Aber mal schauen, ob es wirklich ein Fumble gewesen ist. Nein, also da schlägt der Boden den Ball frei. Und der Boden kann keinen Fumble entsprechend provozieren. Deswegen dürfte das kein Fumble sein. Chicago müsste weiter im Ballbesitz bleiben und genauso ist es auch. Also kein Fumble. 1. Versuch und 10 für Trubisky an der 38-Yard-Linie. Viel Druck auf Trubisky. Der wird da gejagt von 3, 4 Packers-Spielern und muss zu Boden. 2. Versuch und 22. Der Ball liegt an der eigenen 26-Yard-Linie. Wir sind schon unter einer Minute Restspielzeit. Boah, was für ein Pass von Trubisky. Ganz starkes Play. 1. Versuch und 10 an der 41-Yard-Linie jetzt. Trubisky spiked den Ball, hält damit die Uhr an. Verschenkt damit aber natürlich auch einen Down. Heißt, wir haben direkt einen 2. Versuch und 10. Wieder schneller Pass von Trubisky. Boah, was für ein Run. Und gerade eben noch schafft es die Marcus Lawrence, den Bears-Spieler zu Boden zu bringen. Ball ist an der 7-Yard-Linie. Wieder werden die Bears den Ball spiken. Aber ein sehr schöner Drive, den sie hingelegt haben. Schöne Pässe von Trubisky. Wenn diese 3 Fumbles nicht gewesen, hätten wir, glaube ich, ein richtig enges Spiel erlebt. Aber so sind nur noch 13 Sekunden zu spielen. Wir führen immer noch mit 15 Punkten. Also, wir bleiben hier mal ganz entspannt. Auch wenn Chicago hier zu einem Touchdown kommt. Perfekt gespielt, muss man ganz ehrlich sagen. So spielt man gegen eine blitzende Defense mit schnellen, kurzen Pässen. Das ist eigentlich die sicherste Variante. Und dann hoffen auf Ruck Yards. Und genau, das, so ist es hier passiert. Der PET ist auch gut. Jetzt haben wir ein 30 zu 38, aber nur noch 9 Sekunden zu spielen. Das heißt, die Bears müssen natürlich einen Onside-Kick probieren. So, der wird aber von, ich glaube, Keyshawn Johnson ist es, recovered.
Ball ist an der 49-Yard-Linie. Wir haben noch 7 Sekunden zu spielen. Die Bears können nur noch ein einziges Mal mit ihrer verbliebenen Auszeit die Uhr anhalten. So, wir laufen mit Eddie George über die Mitte, damit wir genau jede Uhr wieder ans Laufen bringen. Eddie George hatte eine Mörderlücke. Da braucht es schon beide Safeties, um ihn zu Boden zu bringen. Letztes Timeout Chicago. Eine Sekunde haben wir nur noch auf der Uhr. Erster und 10. Geht über die linke Seite mit Eddie George. Schöner Lauf von Eddie George. Ein wunderbarer Spin-Move an der 13-Yard-Linie und das Spiel ist aus. Meine Packers schlagen die Bears 38 zu 30. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.